Hallo und herzlich willkommen zu meinem Fazit zu Patch 1.9.1 und diesmal möchte ich ausdrücklich vorher darauf hinweisen, das könnte diesmal ein bisschen länger dauern, das Video, ist auch ein reines Labervideo, wer sich dafür also nicht interessiert, einfach abschalten, nicht sich beschweren, dass der nur die ganze Zeit quatscht, steht ja jetzt überall, ne? Fazit. So, wir kommen zu dem Patch, ja, und all den ganzen Highlights und meiner persönlichen Meinung. Ich mache ein Video davon und erzähle euch, was ich davon halte. Das heißt nicht, dass ich deswegen eure Meinung habe oder dass meine Meinung die einzig richtige ist. Ja, aber als Content-Partner dachte ich mir, kann ich ruhig nach jedem Patch ein Fazit ziehen. Ich warte immer ungefähr eine Woche, weil am Anfang auch relativ häufig Bugs, Fehler und Kinderkrankheiten da sind. Da muss man einfach mal ein Auge zudrücken und drüber hinwegblicken. So, es ist verdammt viel Neues hinzugekommen. Und ich möchte euch jetzt sagen, wie meine Eindrücke sind und am Ende dann natürlich, was ich von dem Gesamtpaket 1.9.1 halte. Und wir fangen mit der wichtigsten Sache an. Das ist Easy Anti-Cheat. Viele Leute sagen, ey, wo ist Easy Anti-Cheat? Easy Anti-Cheat fehlt noch. Wann kommt denn Easy Anti-Cheat? Keiner von uns Content-Partnern wird euch jemals zuverlässig sagen können, wann Easy Anti-Cheat kommt. Denn das weiß Gaijin ganz alleine. Und die werden es auch nicht irgendwie vorher öffentlich machen und irgendjemandem erzählen und sagen, hier, komm, mach mal ein Video, in zwei Wochen schalten wir scharf oder sowas. Ich kann allerdings nachfragen, warum ist es noch nicht scharf geschaltet? Und das habe ich natürlich gemacht. Gaijin sagt, wir möchten zu 100% sicher sein, dass wenn wir die Funktion scharf schalten, keine Konten von ehrlichen Spielern betroffen sind, dass die dann aufgrund dessen, dass die Software vielleicht am Anfang noch nicht vernünftig kalibriert ist, was auch immer, auf einmal mit gesperrten Konten zu kämpfen haben. Und man möchte sich auch sicher sein, dass Konten von Spielern nicht betroffen sind, die einen eigenen Hangar haben, die irgendwelche Skins auf ihren Fahrzeugen haben, die vielleicht einen Soundmod benutzen, weil das sind alles Sachen, die sind zulässig im Spiel und Easy Anti-Cheat muss auch erstmal das kapieren, dass das alles so in Ordnung ist, denn die Dateien des Spiels sind zum Beispiel im Fall der Skins tatsächlich anders als die Dateien, mit denen Easy Anti-Cheat vergleicht. Ne? Das heißt also, das muss alles erstmal jetzt die Software lernen. Man hat gesagt, Easy Anti-Cheat wird mit 1.9.1 aufgespielt, ist auch bereits in eurer Spiele-Software enthalten, ist nur noch nicht scharf geschaltet. Aber man lässt das Programm jetzt im Hintergrund lernen. Und wenn man sich jetzt hundertprozentig sicher ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem sauberen Account nicht mehr gebannt wird, ja, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dann wird das von heute auf morgen auf einmal scharf geschaltet. Und dann werden wir sicherlich einen Tag erleben, an dem der eine oder andere sich erschreckt. Ich habe nämlich tatsächlich den Eindruck, dass auch viele von diesen Leuten aktuell noch nicht wirklich mitbekommen haben, was da auf sie zukommt. Ich weiß selbst, und das haben ja auch teilweise die Jungs aus von Gaijin Deutschland gesagt, dass das Verhältnis zwischen Spielern in Deutschland, also deutschen Spielern und denen, die die Webseite besuchen und sich die News durchlesen, verschwindend gering ist. Und das wird in vielen anderen Nationen auch so sein. Es ist also tatsächlich davon auszugehen, dass da draußen sehr, sehr viele Leute sind, die diese Spiele spielen, sich aber niemals die News durchlesen und wahrscheinlich nicht mitbekommen haben bis zum heutigen Zeitpunkt, was da auf sie zukommt. Ich bin ja echt mal gespannt, was an dem Tag passiert, wo das dann so ist. Punkt Nummer zwei, und da muss ich jetzt ein bisschen böser werden, sagen wir mal vorsichtig. Liebes Gaijin-Team, ja? Ankündigen, ja, das ist so wie wenn man abends mit einer Uschi auf dem Sofa sitzt und die sagt, hier komm, fummel mich mal an und wenn man dann denkt, juhu, Jackpot, und die auf einmal sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja, irgendwann muss man dann auch mal zur Sache kommen, ja? Das kann man nicht bis in alle Ewigkeiten in die Länge ziehen. Hier hätte man es vielleicht dann auch wieder besser machen können. Man hätte ja die Software schon mal aufspielen können, hätte testen können und hätte sagen können, so, wir wissen jetzt, wie es geht und jetzt kündigen wir an, dass Easy Anti-Cheat kommt und mit 1.9.1 ist das Ding scharf. Ich fände es absolut dramatisch und traurig, wenn wir jetzt einen Monat, zwei Monate, drei Monate auf dieses Scharfschalten warten. Und ich glaube, das wird sich die Community auch nicht gefallen lassen. Wir geben mal noch so eine Woche Toleranz, dann sind wir 14 Tage über den Patch hinaus und alles, was danach kommt,
Da werden wir wahrscheinlich dann wieder anfangen rumzumosern und zu meckern und Druck aufzubauen, weil es ist tatsächlich notwendig. Das merkt man. Viele von diesen Holzköppeln sind ja aktuell im Spiel wieder unterwegs. Es gibt ja eine ganze Menge schnell zu erforschen. Das kann man ja nicht über ehrliches Gameplay machen. Da muss man sich ja wieder Arsch auf dem Eimer benehmen. Ne? So, soviel zum Thema Easy Anti-Cheat und auch hier schon die ersten bösen Worte. Kommen wir zu weiteren Inhalten. So, was viele von euch vielleicht auch nicht so richtig mitbekommen haben, weil es noch nicht euer Thema ist oder weil es euch egal ist oder was weiß ich nicht alles. Die Flugmodelle der Helikopter wurden überarbeitet. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, deswegen ganz am Anfang vom Video, weil ich, sag's nochmal, habe im hier Alpha Nightly Server mitgearbeitet an den Flugmodellen, ja. Habe ich auch nie einen Hehl von gemacht. Ich durfte da nur nicht drüber berichten, weil es da ja diese Vereinbarungen gibt, NDAs und was weiß ich nicht alles. Darf man keine Videos schon machen, darf man nicht großartig drüber reden und. Ich habe mit dran gearbeitet. Damals primär Bo 105, da gab es den Tiger noch nicht, aber vieles von dem, was damals erarbeitet worden ist, und jetzt sieht man auch mal, wie lange sowas dauert, bis das dann tatsächlich irgendwann auch mal im Spiel ankommt, ist jetzt endlich im Spiel angekommen. Die Hubschrauber in meinen Augen fühlen sich verdammt gut an. Hier muss man allerdings auch ein bisschen differenzieren. Die Arcade-Steuerung dürfen wir überhaupt gar nicht als Grundlage nehmen. Die RB-Steuerung entfernt als Grundlage. Die einzigste Grundlage, die in meinen Augen tatsächlich ein vernünftiges Fazit zulässt, ist tatsächlich die Simulatorsteuerung. Ich habe in den vergangenen Streams immer wieder angekündigt, ich werde auch einmal hier das Ding im Testflug machen. Nur Testflug, um zu gucken, wie sich das Flugmodell anfühlt. Ich habe das Video vorgestern, wann war das? Sonntag. Am Sonntag rausgebracht. Und ja, natürlich der gleiche Effekt wie unter ganz vielen Videos. Es wird der Videotitel nicht gelesen, es wird das Thumbnail nicht angeguckt und dann ist man schockiert. Was ist, der fliegt da die ganze Zeit nur auf dem Testgelände rum, das ist voll langweilig. Ja, lesen bildet, das ist nicht nur ein Spruch, den sich irgendeiner mal ausgedacht hat, der es lustig fand, sondern das beinhaltet tatsächlich eine Message. Ja, wenn man sich vorher Dinge durchliest, weiß man, was auf einen zukommt. Ist tatsächlich so. Und in diesem Stream, / später dann bei YouTube-Video, habe ich die Maschine eben im Simulator-Modus eingehend getestet. Und ich muss Folgendes dazu sagen, da muss man nämlich wirklich fair bleiben. Ich habe dann ja mit Pedale und Stick getestet und ganz am Anfang war es ein bisschen ruppig. Das heißt, mein Stick, meine Pedale, nicht mal ansatzweise dasselbe wie ein Stick und Pedale in einem echten Hubschrauber. Dafür darf man aber Gaijin keinen Vorwurf machen. Das ist die eigene Konfiguration, da muss man sich viel Zeit nehmen, um das vernünftig einzustellen und am Ende vermute ich mal, aufgrund dieser ganzen Plastikscheiße, die wir uns hier ständig kaufen, wird es trotzdem nicht perfekt sein. Da kann man Gaijin nicht die Schuld für in die Schuhe schieben und das werde ich auch nicht machen. Ich habe mich dann auf andere Dinge konzentriert, nämlich wie verhält sich die Maschine im Geradeausflug, pendelt die Maschine zurück, das haben die früher nicht gemacht, die Maschinen hier im Spiel. All diese ganzen Punkte habe ich getestet, dann habe ich natürlich auch noch geguckt, ob das eine oder andere Flugmanöver funktioniert, Korkenzieher, Rolle, all die ganzen Sachen, ihr könnt euch das im Stream angucken oder in dem Video und es hat in meinen Augen auch alles ganz wunderbar funktioniert. Für mich war der wichtigste Punkt, die Maschine kommt viel eher zum Stehen, wenn ich auf gut Deutsch in die Bremsen kloppe, das heißt also die Nase anhebe, den Rotor nach hinten kippen lasse. Somit Fahrt verliere, um möglichst schnell zum Stehen zu kommen. Das funktioniert alles. Ich fand es natürlich auch niedlich, dass der eine oder andere unter das Video geschrieben hat, du musst da nur die Taste H drücken, dann geht der in Hover-Mode und dann funktioniert das alles ganz vernünftig. Oder nach dem Start direkt H drücken, dann tut er da auch nicht Rodeo machen und dann musst du... Leute, wenn wir etwas realistisch testen wollen, simulatormäßig testen wollen, dann können wir nicht auf einmal die ganzen Arcade-Knöpfe hier drücken und sagen, das Flugmodell passt oder es passt nicht. Ja, ein echter Hubschrauberpilot, der fängt auch nicht an zu starten und guckt dann ganz schnell in seinem Cockpit, wo ist denn hier die Hover-Taste? Ah, da drücke ich drauf. So, jetzt ist er stabil. So, wenn er sich beruhigt hat, dann fliege ich jetzt erstmal nach Karlsruhe. Wenn wir also etwas vernünftig testen wollen und gucken wollen, ob Gaijin gute Arbeit geleistet hat, dann dürfen wir auf keinen Fall auf irgendwelche Arcade-Knöpfchen drücken und dann hinterher uns womöglich noch ein Urteil erlauben. Das habe ich extra nicht gemacht, ansonsten kenne ich diese ganzen Spielereien. Aber wie gesagt, ein Testflug, um das Flugmodell zu überprüfen, hat nichts mit Arcade und Gameplay und Rumballern und Schießen zu tun. Da guckt man, ob die Maschine sich vernünftig bewegen lässt. Und ich glaube, jeder, der dieses Video gesehen hat, konnte am Ende tatsächlich sehen, dass das ein ganz wunderbares Flugmodell ist. Wenn man ansatzweise weiß, wie man so ein Ding zu steuern hat, kann man damit die tollsten Sachen machen. Hier großes Lob an Gaijin.
ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein Jahr her, ein Jahr lang, ne, dran gearbeitet, drüber geredet und jetzt kommt es im Spiel an. Großes Kino. Dass die Dinger sich im RB nicht ganz so anfühlen, wenn man da mit Maus und Tastatur durch die Gegend fliegt, sollte jedem klar sein. Und dass die sich im Arcade schon mal gar nicht so anfühlen, wie das vielleicht in der Realität gewesen ist, das sollte man an irgendeiner Stelle irgendwann mal in diesem Spiel gemerkt haben. Ja, Flugzeuge fühlen sich auch nicht so an und Panzer auch nicht, wie ihr das aus dem Arcade kennt. Und ich meine das nicht böse, aber offensichtlich gibt es ja Leute, die aus diesem Fahrverhalten oder Flugverhalten immer noch Rückschlüsse auf die Realität irgendwie hinbekommen. Warum auch immer. Das waren für mich zwei wichtige Punkte, über die man sprechen muss. So, jetzt gehen wir auf den eigentlichen Inhalt ein. Und da möchte ich auch erstmal mit etwas anfangen, was unheimlich viel Potenzial hat, aber im Moment noch nicht ganz so richtig rund umgesetzt ist. Hier behaupte ich einfach mal, da fehlt noch das nötige Feintuning und dieses nötige Feintuning wird höchstwahrscheinlich nach und nach auch erfolgen. Es geht um die neuen Sounds. Jetzt nehmen wir mal hier so ein anderes, geiles Moped, nehmen wir mir mal so ein Chinesen-Moped. Wenn wir ein bisschen Werbung machen für Spiele. Ne? So, Sounds. Fast jeder von euch sollte mittlerweile mitbekommen haben, ey, da sind neue Sounds. Und wenn man sich einfach nur mal so ein bisschen auf die Sounds einlässt, die sind schon hammergeil. Überschallknall bei den Jets. Alter, kriege ich ein feuchtes Höschen. MG-Feuer hört sich hier teilweise so richtig brachial, rabiat, genial an. Ja? Also, ich finde die neuen Sounds gut. Die technische Umsetzung finde ich im Moment teilweise mangelhaft. Und selbst da muss man wieder ganz vorsichtig sein. Wer zum Beispiel an so einem Flughafen wohnt, wo regelmäßig Bundeswehrjets starten und landen, der weiß, ne, da ist manchmal, kannst du bei Kaffee und Kuchen, kannst du auch mal nicht mehr verstehen. Da fällt dir höchstens, fallen dir die Dritten aus dem Mund wegen den ganzen Vibrationen. Und dann sitzt du da auf einmal ohne Kauleiste und kannst deinen Kuchen nur noch durch den Strohhalm genießen. Die sind arschlaut, ja, und das ist genauso im Spiel. Also im Spiel sind die genauso arschlaut wie in der Realität, ja. Da versteht man seinen eigenen Panzer nicht mehr, ja. Da kann man Panzerflüsterer sein, da gibt es nichts zu verstehen. Das ist tatsächlich relativ gut umgesetzt und fast schon realistisch schweinelaut. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Wer neben dem Flughafen wohnt, der rennt den ganzen Tag nur noch mit Mickey-Mäusen auf dem Kopf rum, weil er sonst nämlich irgendwann sein Gehör verliert. Und ich glaube, trotz des ganzen Realismusanspruches, es ist ein Spiel, können wir die Flugzeuge ruhig ein kleines bisschen leiser machen. Ja, also ich finde die Lautstärke der Flugzeuge, das fühlt sich wirklich realistisch an, aber sie sind einfach zu laut. Sie sind einfach zu laut. Also die Flugzeuge leiser machen. Ja, das ist also so mein Punkt, was den Sound angeht, aber ich denke, da wird Gaijin irgendwann auch dran arbeiten. Es gibt aber auch ein paar andere Sachen, die in meinen Augen definitiv verbessert werden müssen. Ich bin ja zum Beispiel gerade erst bei Stahl auf der Heide gewesen und habe die Mopeds da mal in der Nähe vorbeifahren hören. Ja, da versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Dafür sind die meisten Panzer hier im Spiel immer noch flüsterleise. Vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, wie laut man mittlerweile die Flugzeuge gemacht hat. Also diese super flüsterleise Panzermotoren im Vergleich zu den ultra hart lauten Flugzeugmotoren. Ich würde die Panzermotoren ein bisschen lauter machen. Vor allen Dingen würde ich in das ganze Spiel ein kleines bisschen mehr Bass reinpacken. Ja? Also Bass, wir brauchen Bass. Ja? Bass fehlt hier an manchen Stellen, muss man ganz ehrlich sagen. Irgendwie haben die vergessen, bei den Sounddateien die Bassdateien gleich mit einzufügen. Aber vielleicht kommen die auch noch hinterher. Also ich wünsche mir, dass die Panzermotoren ein bisschen kräftiger werden. Da könnte man tatsächlich nachlegen. Aber ist das eigentlich irgendeinem von euch schon mal aufgefallen, dass etwas soundtechnisch hier im Spiel überhaupt gar nicht passt? Ja? Habt ihr schon mal eine Panzerkanone schießen hören? Selbst wenn ihr 1000 Meter abseits gestanden habt? Ja, da scheppert es einmal quer durchs Gehirn. Und dann könnt ihr die Bröckchen da oben drin zusammenfegen und wieder von vorne anfangen zu denken. Das ist schweinelaut. Was machen die Kanonen denn hier im Spiel? Die sind leiser als die MGs oben auf dem Turm. Das passt überhaupt nicht. Und da denke ich mir, ey, ne, Herr Gaijin, stellt euch mal neben Panzer, der schießt. Und dann vergleicht mal mit dem, was ihr hier gerade abgeliefert habt. Das sind ja hier Schalldämpferkanonen. Schalldämpferkanonen wollen wir nicht. Ich möchte laute Knaller haben. Voll, peng, peng. So richtig super laut. Weil das ist einfach geil. Das fehlt total. So viel zum Thema Sound. Ich finde also die Entwicklung mit diesen Sounds in diese Richtung hammergeil. Nicht falsch verstehen. Ich möchte nur das eine ein bisschen leiser, das andere ein bisschen lauter und das andere ein bisschen boah, mehr Bass. Ja, und dann ist geil. Dann ist richtig geil. Kriegen wir aber vielleicht hin bis 1.9.3. Ja, wenn wir alle vernünftig Feedback geben bei Gaijin und sagen, ey, ne, mach doch mal ein bisschen anders.
dann könnte das tatsächlich eine interessante Sache werden. So, dann kommt der nächste Punkt. Wir haben ja auch eine bessere, tollere, geilere Grafik bekommen. Haben wir? Ja, doch, angeblich haben wir das, ne? Ich habe davon nicht ganz so viel gemerkt. Es sieht zwar auf der Webseite von Gaijin unheimlich toll aus, da mit dem Schiebern hin und her schieben und vorher und nachher. Jetzt so im Spiel, ja, keine großen Unterschiede gemerkt. Allerdings, ja doch, im Detail, da kann man die Unterschiede merken. Ich habe persönlich den Eindruck, dass sich die schwarzen Punkte, Flugzeuge im Anflug oben am Himmel, vor allen Dingen in den Ground Forces, jetzt deutlich später erkenne, weil dann da oben am Himmel irgendwie alles so eher so schmierig ist. Ich kann das nicht erklären. Ich habe so den Eindruck, dass die Punkte der Flugzeuge, die sich im Anflug befinden, sind ja am Anfang meistens nur 3 Pixel auf dem Monitor, dass man das alles deutlich später erkennt durch dieses neue Tone-Mapping-Verfahren, das die eingeführt haben, weil das alles irgendwie da oben am Himmel schmieriger aussieht. Wenn da einer von euch denselben Eindruck hat, schreibt es bitte mal unter das Video als Kommentar, damit ich da so ein bisschen Feedback bekomme. Punkt Nummer 2, es gibt ja immer noch Gärten, auf denen es hin und wieder schneit. Ist euch mal aufgefallen, was der Schnee da macht? Der parkt in Luft und dann fällt er mal wieder 2 Millimeter nach unten und holt erstmal wieder tief Luft. Ich kann nicht mehr, bevor ich weiter runterfalle, muss ich eine Pause machen. Und dann fällt er wieder ein kleines bisschen nach unten. Der Schnee als solches, ich finde das gut. Früher hat es mich aufgeregt, so richtig im Schneetreiben hat man die Flugzeuge am Himmel gar nicht mehr gesehen, wohingegen die Flugzeuge am Himmel ja gar kein Schneetreiben hatten. Die konnten da ja lustig bei blauem Himmel durch die Gegend fliegen und Panzer wegknallen. Von der Sichtbarkeit im Schneetreiben ist das jetzt natürlich besser. Ich sehe am Himmel, was da passiert. Aber Schnee, der tatsächlich in Zeitlupe runterfällt, fühlt sich sowas von unrealistisch an. Das ist eher so wie, keine Ahnung, hier so eine Fantasiekarte mit Glitzer in der Luft und gleich kommt da noch so ein rosafarbenes Unicorn um die Ecke gehoppelt und hat eine ATGM hinten auf dem Rücken und ballert uns weg, weil es ist ein russisches Pferd gewesen. Ich weiß es nicht. Da finde ich, das geht gar nicht. Also wenn man da mal wirklich genau hinguckt, finde ich kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist mir die neue Grafik hier jetzt nicht irgendwie besonders intensiv aufgefallen. Ich kann nur sagen, ich habe den einen oder anderen Eindruck. Das waren jetzt so die oberen Dinger. Und jetzt gehen wir mal auf den Patch und den Inhalt ein. Ich glaube, das ist ein richtig geiler Patch, weil diesmal wirklich für alle Gruppen im Spiel Content geliefert worden ist. Die Jungs, die Flugzeuge gerne fliegen oder das hauptsächlich machen, die können sich einfach nicht beschweren. Und da braucht man auch gar nicht, da ist fast nur Hightech-Content gekommen. Das ist nicht wahr. Es ist nicht nur Hightech-Content gekommen. Ja, wir haben ja auch den chinesischen Flugzeugbau. Ja, eine ganze Menge, die man erforschen kann. Es sind also unheimlich viele Flugzeuge gekommen, natürlich auch ein paar High-End-Super-Knaller-Dingens-Bummens-Kampfflugzeuge hier wie die Phantom oder die MiG-21, also alles richtig geile Mopeds, die auch Spaß machen. Es ist aber auch untenrum eine ganze Menge gekommen, dank des chinesischen Forschungsbaums. Das gleiche gilt für die Panzer. Wir haben obenrum ein paar neue tolle Mopeds gekriegt, so wie gerade im Bild gesehen, zum Beispiel bei den Japanern, der Type 75, das absolute hammergeile Dingens-Bummens-Moped da, das alles auf die nächste Karte rüberschubst, wenn es einmal schießt. Finde ich total geil. Muss ich auch noch mal zeigen jetzt demnächst. Sind also etliche interessante Fahrzeuge gekommen und der chinesische Forschungsbaum. Ja, also auch eine ganze Menge Content. Und dann können wir das natürlich auch auf die Schiffe übertragen. Da sind rattenmäßig geile Schiffe gekommen und auch sehr, sehr viele Schiffe sind gekommen. Das heißt also, für alle Spieler ist tatsächlich Content dabei. Und wer jetzt sagt, ja, Moment mal, aber die Chinesen, da und alles Kopie und Paste, das ist nicht wahr. Erstmal ist nicht alles Kopie und Paste und trotzdem, ihr könnt es erforschen, was weiß ich nicht alles. Am Ende werden diese Bäume auch sehr, sehr interessant in meinen Augen. Ja, aber ich kann da gar nicht mitmachen, weil da ist ja wieder Closed Beta, ist auch immer so. Man kann sich für 20 Euro einkaufen, wenn man möchte, und dann darf man das erforschen. Und wenn man das jetzt noch nicht erforschen darf, weil man sich nicht eingekauft hat, dann muss man sich aber nicht beschweren, dass dieser Patch doof ist. Da sind wir auch wieder bei so einem Punkt, das sind Spiele, die Geld verdienen müssen. Und wenn die neue Inhalte bringen und da dann quasi so einen 6-wöchigen Beta-Test draus machen, an dem man für 20 Euro teilnehmen kann, ist das für mich alles andere als verwerflich, sondern das ist vernünftig, in Ordnung. Was weiß ich, ich kann damit leben. Ich brauche doch nur mal kurz auf andere Spiele gucken, ja. Ich habe Star Wars Online gespielt und was weiß ich nicht alles. Wenn ich da mit einem Non-Premium-Konto spiele, dann spiele ich nur das Spiel, das ursprünglich mal auf den Markt gebracht worden ist. Sämtliche Erweiterungen von Stufe 60 auf 70, von 70 auf 80, von 80 auf 90, auf Elder Scrolls Online, was weiß ich nicht alles, da darf ich nicht spielen.
Da komme ich gar nicht hin. Da sagt das Spiel, nö, hier ist für dich jetzt Schluss, aus, Ende, Feierabend, weil du hast kein Premium-Konto. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder schaffst du dir ein Premium-Konto an und kannst mit dem Premium-Konto hier dann die weiteren Inhalte spielen, solange du ein Premium-Konto hast. Oder aber du kaufst dir diese ganzen DLCs nach und dann darfst du die auch spielen. So, ne? Japan, China ist jetzt ein DLC, aber alle anderen dürfen das demnächst auch kostenlos spielen. Die müssen nur 6 Wochen warten. Das ist in den anderen Spielen nicht so. Da darfst du niemals kostenlos spielen, wenn du es dir nicht kaufst. Ja? Ihr kriegt euer DLC hier nach spätestens 6 Wochen freigeschaltet. Das sind so Sachen. Ja? Da gucke ich tatsächlich auf andere Spiele und da ist Gaijin um einiges fairer. Und jetzt kommt ja der eigentliche Punkt. Es gibt ja jetzt auch wieder dieses Event, wo man einfach Sternchen sammeln muss. Und wenn man dann genügend Sternchen zusammen hat, ist man ja auch noch in der Beta der chinesischen Panzer oder der chinesischen Flugzeuge. Also ein Patch mit enorm viel Inhalt, und wer ein Zwanni auf den Tisch legt, der darf sogar mit Beta testen. Und ich persönlich finde das nicht verwerflich. Ja, ich möchte eigentlich nicht, dass Gaijin auf einmal anfängt, mit anderen obskuren Mitteln Geld zu verdienen. Ich finde das so alles noch im Rahmen des Erträglichen. Was Gaijin allerdings vielleicht in Zukunft besser machen könnte, aber ich glaube, der Zug ist schon lange abgefahren, eben auch der Vergleich, ne, wenn du ein Premium-Konto hast, darfst du die DLCs spielen, wenn du kein Premium-Konto hast, darfst du nicht die DLCs spielen. Wie wäre es denn, wenn in Zukunft die Leute, die ein Premium-Konto haben, dann einfach diese Tests mitmachen dürfen, und zwar so lange, wie sie ein Premium-Konto haben? Könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, das wäre dann nämlich die günstigste Einstiegsvariante. Für 12 Euro im Monat darf ich dann all die ganzen neuen Inhalte auch testen, wenn sie auf den Markt kommen. Könnte man noch den einen oder anderen Euro verdienen, und für die Spieler würde es bedeuten, zum halben Preis reinzukommen. Ne, aber dann kommt vielleicht Gaijin irgendwann auf die Idee und sagt, Moment mal, da hat er gar nicht mal so Unrecht gehabt. Wir machen das jetzt alle so DLC-mäßig und was weiß ich nicht alle. Wer ein Premium-Konto hat, kann alles spielen und alle anderen müssen sich die DLCs kaufen. Oder ja, so machen wir es, genau. Und das bedeutet dann für alle kostenlos Spieler in Zukunft, ab BR67 ist Feierabend. Alles, was da drüber ist, sind DLCs, und ihr dürft die dann nur noch spielen, wenn ihr ein Premium-Konto habt. Wollen wir, glaube ich, auch nicht. Das heißt also, die Lösung, so wie es im Moment hier angeboten wird, ist für mich absolut human, in Ordnung, auch preislich immer noch nachvollziehbar. Da braucht man sich nicht beschweren. Sprich, Fazit, enorm viel geiler Content für alle Spieler. Ja? Ob man dann mitmacht oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Das betrifft ja zum Beispiel auch die Hubschrauber, von denen wir eine ganze Latte bekommen haben, über die ich gerade eben schon geredet habe. Dann haben wir eine neue Karte gekriegt, da kann ich mich noch nicht so zu äußern, weil ich die selbst noch nicht ein einziges Mal gespielt habe, komischerweise. Ja? Selbst gestern Abend sind wir den ganzen Abend Hight hier gefahren, sind wir nicht ein einziges Mal auf diese Karte gekommen. Aber das kenne ich schon von anderen Patches, die aufgespielt wurden mit neuen Karten. Ich sehe die Karten immer erst 3 Wochen später einmal. Und dann nochmal 3 Wochen später noch ein zweites Mal. Ja? Das Pech habe ich bei den neuen Karten. So, und da wir gerade beim Thema Karten sind, ja, kommen wir hier oben zu dem Dingen hier, da. Seht ihr das? Da kann man jetzt, ich habe es auch in einem Video gezeigt, kann man jetzt hier mit diesem berühmten Kartenausfallfilter auswählen, ob ich Karten mag oder nicht mag oder ob ich Karten komplett dislike. Ja? Ich habe noch nicht gemerkt, dass das jetzt irgendwie was bringt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist ja meine gedislikte Karte, gefrorener Pass im realistischen Panzermodus, und die ist nicht einmal gekommen. Vielleicht funktioniert das tatsächlich. Trotzdem finde ich es ein bisschen traurig, dass Gaijin auch hier wieder halbherzig an die Thematik rangegangen ist. Das muss man tatsächlich genau so knallhart sagen. Denn High Tier, Ash River, geht's noch? All diese ganzen Karten sind nicht nur hier in dem Auswahlfilter drinne. Nein! Ja, auf so kleine Eckenbumserkarten komme ich tatsächlich mit meinen High Tier Panzern. Da beginnt das Gefecht und 3 Sekunden später steht schon der erste Gegner da und ballert in den Spawn, während alle anderen noch am Rausfahren sind. Also unter Kartenfilter habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, alle Panzer kommen jetzt auf einmal wieder auf alle Karten und ihr müsst da mal anfangen, dass ihr das gefiltert kriegt, liebe Spieler. Ne? Also die alte Regelung mit High-Tier-Panzer kommen auf bestimmte kleine Karten nicht, fand ich deutlich besser. Und das hätte man beibehalten können, hätte man sogar beibehalten sollen. So wie es aktuell ist, ist das kacke, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ob das Ding jetzt so rund läuft und vernünftig funktioniert, müssen wir mal abwarten. Also ich habe da bis jetzt noch nicht wirklich gemerkt, dass das jetzt irgendwie so, wer weiß, was für einen Unterschied im Spielgefühl macht. Aber ich bleibe dabei, da müssen wir einfach dem ganzen neuen System Zeit geben. Das heißt also, wir haben einen Patch bekommen mit enorm, enorm viel Inhalten. Nicht nur Inhalte, die man erforschen kann oder die man für Geld kaufen kann, sondern auch technische Veränderungen, Soundveränderungen, Grafikveränderungen. Es sind Bugs behoben worden. Also ich hatte jetzt schon ewig keinen Ghost Shell mehr. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist auch nicht mit dem Patch wieder aufgespielt worden.
Umso mehr wundert es mich, dass ich an vielen Stellen lesen muss, das ist ein scheiß Patch. Ja, selbst bei irgendwelchen Content-Partnern höre ich immer wieder, boah, was für ein verfickter scheiß Patch. Ja, genauso wird es gesagt. Oder ist das alles für eine Kacke oder ist das alles für einen Dreck? Wer mit diesem Patch wirklich nicht zufrieden ist und sagt, das ist Kacke, ich habe nicht das Recht, irgendjemandem das Spielen zu verbieten, aber ich glaube, dann ist es wirklich so langsam an der Zeit, dass man sich ein anderes Spiel zum Spielen sucht, weil ich weiß nicht, was man hier großartig zu meckern hat. Ich glaube, es ist ein guter, ausgewogener Patch. Ich finde, ein paar Sachen fehlen. Die 10-0er-Flugzeuge, also die neuen 10-0er-Flugzeuge jetzt bei anderen Nationen, hätten es sicherlich ein bisschen interessanter gemacht. Ich denke auch, dass diese 10-0er-Flugzeuge nicht 10-0er-Flugzeuge sind, sondern wenigstens 11-0er-Flugzeuge. Ich vermute aber mal, dass es da auch eine Anpassung geben wird, sobald andere Nationen da Flugzeuge dazu bekommen haben. Da gibt es dann noch ein weiteres Ding, da sind auch viele Leute sich im Moment am rumkotzen, weil wir gerade nochmal bei den Flugzeugen sind. Die Phantom kann man überhaupt nicht gebrauchen, die ist voll scheiße und die Mix, die machen alles platt. Ja, ich weiß auf die Gefahr hin, dass gleich wieder ganz viele Wikipedia-Experten im Kommentar unter mein Video schreiben. Ich hatte das damals auf dem Dev-Server schon angerissen. Und ich versuche es jetzt nochmal ganz vorsichtig und sachlich zu erklären. Ja, diese Phantom hier, die 4C, ist eine der ersten in Serie gebauten Maschinen. Die ist auch so in den Vietnamkrieg geschickt worden. Da ist die hingeschickt worden als Jagdbomber und Abfangjäger. Abfangjäger hört sich im ersten Moment so an wie, ey, da kommt ein Jagdflugzeug, das irgendwas abfangen kann. Womöglich andere Jäger. Ne? Dafür sind Abfangjäger nicht gedacht. Die sind dafür da, Bomber abzufangen. Ja, oben in der Luft, Bomber, TU-4 und solche Scherz. Wenn die da angeflogen kommen, dann kommt der Abfangjäger und rotzt die weg. Und da ein Bomber eben auch nicht besonders toll turnen kann, muss auch dieses Flugzeug nicht besonders toll turnen können. Zweite große Aufgabe ist tatsächlich, Bomber, ja, er selbst ist ein Jagdbomber. Nicht er jagt Bomben oder er jagt andere Bomber, er bombt. Ja, deswegen kann er auch so viele Bomben mitnehmen. Und dafür ist dieses Flugzeug ursprünglich konzipiert worden. Er ist nicht als reiner Jäger konzipiert worden, so wie zum Beispiel eine MiG-21, die deswegen allein deutlich besser performt im Jagdkampf als eine Phantom, weil die MiG-21 ist als Jäger konzipiert worden, er hier ist eher so die eierlegende Wollmilchsau zu der Zeit gewesen. Er sollte möglichst viel von allem können. In Vietnam, wo diese beiden Flugzeugtypen aufeinander getroffen sind, MiG-21, MiG-19 versus Phantom, haben die Amerikaner sehr, sehr schnell gemerkt, ach du Scheiße, wir haben hier die Kacke am Dampfen, wir sind der MiG tatsächlich unterlegen. Und die MiG-Piloten haben sich da einen Spaß draus gemacht und haben geguckt, ob sie irgendwo Phantoms jagen können. McDonnell Douglas hat relativ zeitnah reagiert und hat noch während der Vietnamkrieg in voller Blüte stand weitere Varianten der Phantom ja nicht nur entworfen und entwickelt, sondern auch relativ zügig gebaut. Und eine ganz, ganz wichtige Variante ist die E-Variante gewesen, die hier vorne nicht nur eine Bugbewaffnung bekommen hat in der Nase oder irgendwo da vorne sitzt sie, glaube ich, unten drunter. Da ist hier nochmal so eine Beule und da sitzt dann die Kanone da drinne, sondern da die Maschine hat auch entsprechende Visierungen bekommen für einen Luftkampf. Die Maschine hat vor allen Dingen ganz, ganz wichtig veränderte Vorflügel bekommen. Bedeutet, die Maschine war um ein Vielfaches wendiger als diese Phantom, die wir hier haben. Und erst als die E-Variante in Vietnam eingesetzt worden ist, hat sich das Blatt so ein bisschen zugunsten der Phantompiloten gewendet und die Phantompiloten konnten sich dann auch auf Fights mit MiG-21-Piloten aus Nordvietnam einlassen und haben bis zum Ende des Krieges auch weit über 250 MiGs der Nordvietnamesen abgeschossen. Das ist allerdings erst der Fall gewesen im Vergleich Phantom MiG, als die E-Variante gekommen ist. Und die E-Variante gibt es hier noch nicht im Spiel. Das heißt, wir haben hier einen Jagdbomber oder einen Abfangjäger. Wer mit diesem Flugzeug startet und sagt, so, ich gehe jetzt mit MiGs jagen und dann ins Forum reinschreibt, ey, voll scheiße, die Phantom, die kann gar nichts. Die MiGs machen uns alle platt. Der hat es wieder nicht verstanden, ja. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Das hier ist ein Flugzeug, da könnt ihr Bomben mit auf Basen werfen. Wenn alle Phantoms, die auf 10-0 in ein Match gehen, Bomben drunter hätten, ja, dann wäre das Match nach nicht mal 5 Minuten zu Ende, weil
Zwei Phantoms würden die drei Basen mal eben wegklatschen. Ja, so mit diesem Loadout. Wie geht das nämlich? Da braucht man zwei Phantoms für drei Basen und hat immer noch Raketen, um sich mit anderen Jagdflugzeugen auseinanderzusetzen. Und die restlichen Phantoms in unserem Match, die würden mal eben ihren Bombensägen auf den Flughafen werfen und dann wäre das Match zu Ende. Und da würden die ganzen MiG-Piloten ganz, ganz sparsam aus der Wäsche gucken. Ihr geht allerdings hin, nehmt euren Omnibus und wollt damit Formel 1 fahren und beschwert euch dann, dass der Ferrari aus Italien deutlich schneller gewesen ist. Das ist im Moment das Thema mit der Phantom. Ich hoffe, das kommt bei dem einen oder anderen irgendwann im Gehirn an. Gaijin muss an diesem Flugzeug gar nicht so viel ändern. Das hatte ja am Anfang ein Buggy-Flugmodell. Das ist jetzt mittlerweile relativ gut umgesetzt. Ich bin zwar selbst nie eine Phantom geflogen, aber das Flugzeug fühlt sich nicht mehr kacke an. Und dass man jetzt nur noch auf Fresse kriegt, liegt daran, wie so oft im Spiel, dass ihr die Sachen einfach falsch benutzt. Ja, man muss mal gucken, wofür die eigentlich gedacht gewesen sind. So viel zum Thema Flugzeuge. Ziehen wir unser komplettes Fazit, was den Patch angeht. Ich persönlich denke, dass 191 wieder mal einer der besten Patches dieses Jahr ist. Interessanterweise. Ich glaube, ich habe den letzten schon ziemlich hoch gelobt. Den hier muss ich nochmal loben. Ganz einfach aus folgendem Grund. Hier ist in meinen Augen für jeden Content dabei. Für jeden ist Content dabei. Und das finde ich geil, denn hier hat jetzt jeder irgendwo was zu tun, wenn er denn dann möchte. Es sind unheimlich viele neue spannende Sachen dazugekommen. Auch das finde ich geil. Ja, also auch Neuerungen, spannendere Sachen finde ich geil. Ich finde es ein bisschen geil, dass jetzt vielleicht Easy Anti-Cheat kommt. Wenn es kommt, ist es hammergeil. Es ist der wichtigste Patch ever. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann letztendlich aufs Spiel auswirkt. Viele Dinge, die gekommen sind, finde ich grandios, toll und genial. Ich kann tatsächlich nicht sagen, dass dieser Patch in meinen Augen in irgendeiner Art und Weise kacke ist. Und wer das doch behauptet, der möge es doch dann einfach mal vernünftig und sachlich irgendwo als Feedback abliefern. Mich interessiert das wirklich. Für mich ist allerdings wichtig, dass es dann sachlich bleibt und nicht, dass da wieder irgendeiner irgendeinen Scheiß schreibt, den man sich gar nicht durchlesen möchte. So sollten wir das übrigens immer mit Feedback machen, wenn ihr Feedback abgeben wollt. Der erste Ansprechpartner dafür ist das offizielle Warpfonder Forum. Und das wird da tatsächlich auch gelesen, das Feedback, wenn es sachlich ist. Ja? Und lasst euch da dann auch nicht von irgendwelchen Trollen auf 180 bringen, sodass dann so ein Thread wieder kippt. Ignoriert die Jungs einfach, schreibt euer Feedback und fertig. Ja? Nicht nochmal, wenn da einer kommt und sagt, du laber Scheiße, direkt wieder drunter schreiben. Dann gehen diese Threads in off-topic. Das wollen die Trolle und dann funktioniert das mit dem Feedback geben nicht. Das wollte ich hier an dieser Stelle nochmal extra vernünftig erklären. Also, in meinen Augen ein grandioser Patch mit sehr, sehr viel starken Inhalten, die Spaß machen. Ein Patch, der Lust auch auf mehr macht und vor allen Dingen auch so ein bisschen in die Zukunft blicken lässt. Denn wenn wir auf die Schiffe gucken, die gekommen sind, zum Beispiel bei den Deutschen, haben wir ja ein unheimlich riesengroßes, fettes, super dickes Moped gekriegt. Kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Deutschland, da machen wir hier die Flolotte. So, guck mal, den habe ich auch gar nicht bestellt. Müsste ich vielleicht auch mal irgendwann machen, weil ich den gerne zeigen möchte. Ne, die Admiral Hipper. Das Ding sieht schon aus wie ein Schlachtschiff. Wenn das schießt, hört sich das auch an wie ein Schlachtschiff. Ihr seht, die Schiffe sind mittlerweile riesengroß geworden. Und ich glaube tatsächlich, die Schlachtschiffe, die sind nicht mehr ganz so weit weg. Ja, weil so eine Admiral Hipper, die hat auch nicht mal eben in 5 Minuten auf Maximalgeschwindigkeit in der Realität beschleunigt, so wie die Zerstörer das vielleicht konnten. Also hier ist gameplay-technisch das Schiff schon so ein bisschen modifiziert worden, damit sich das alles ein bisschen besser anfühlt. Und dementsprechend wird man das auch mit den Schlachtschiffen machen. Sprich, die Schlachtschiffe kommen bald, ja. Und an diesen Schiffen kann man das sehen, dass da bald Schlachtschiffe kommen. Finde ich geil. So, wenn wir dann den japanischen Type 75 sehen, dann wissen wir auch, wo da die Reise irgendwann hingeht. Paladin. Also auch davon werden wir definitiv mehrere Fahrzeuge in Zukunft bekommen. Und ich finde die total spannend, ja. Auch das finde ich total geil. Und so kann man sich dann quasi hier durch die ganzen Sachen durchbewegen und gucken, überall gibt es so Seitenhiebe und kleine Hinweise darauf, wohin sich das Spiel in Zukunft weiterentwickeln wird. Und da sind unheimlich viele spannende Sachen dabei. Ich weiß, ihr möchtet ein besseres Matchmaking, ihr möchtet ein anderes BR-System. Da können wir ja die nächsten Jahre dran arbeiten, indem wir vernünftig Feedback geben, immer wieder auf die Fehler und Probleme hinweisen. Und vielleicht ist auch Gaijin da irgendwann bereit, was zu ändern. Ich denke, aktuell sieht man, die sind an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich bereit, etwas zu ändern. Ne? Kartenfilter, Easy Anti-Cheat. Es gibt haufenweise Sachen, wo man sagen muss, Gaijin hat zugehört und macht was. Und da würde es mich tatsächlich wundern, wenn Gaijin auch bei solchen Themen wie
Matchmaking und BR-Einstufung und wer muss gegen wen spielen, wenn die da nicht zuhören würden. Ja, also ich glaube, auch hier bewegen wir uns in die richtige Richtung. Wichtig ist nur, dass wir am Ball bleiben und nicht auf die Leute hören, die in einer Tour sagen, haltet doch mal die Schnauze. Geil. Genau, das ist der Fehler, wenn wir die Schnauze halten. Und ich möchte das quasi als Essenz dieses Patches an euch mit herausgeben. Wir haben jetzt gesehen, dass wenn man Feedback gibt, immer und immer und immer und immer wieder, ist Gaijin tatsächlich bereit, etwas zu ändern. Wir müssen das einfach nur aufrechterhalten, diese Art von Feedback. Mithelfen, Ideen sammeln, darüber reden, notfalls auch ein bisschen schimpfen. Und erst dann, wenn das alles vernünftig und über eine längere Zeit aufrecht gehalten wird, dann geht Gaijin auch hin und ändert tatsächlich was daran. Das heißt, unsere Aufgabe für die nächsten 12, 24, 36 Monate steht quasi fest, weil es keine verschenkte Zeit ist. Wir bleiben am Ball und versuchen das Spiel gemeinsam besser zu machen. Das ist nämlich ein Spiel mit enorm viel Potenzial, das in meinen Augen immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Ja, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber man kann sich hier seine Sachen raussuchen, auf die man Bock hat. Und dann kann man damit wirklich eine ganze Menge Spaß haben. Ich sage tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Iblit.